So, da bin ich wieder. Wir spawnen hier. Komischerweise. Warte mal kurz. So, da bin ich wieder. Hatte nur gerade kurz geleckt. Keine Ahnung warum. Eigentlich schon weiß ich warum. Ja, das braucht ihr jetzt aber nicht zu wissen. Nein, ich habe keine Pornos im Hintergrund geladen. Es war lediglich, mir ist gerade Montinjoy abgekackt. Das war, das ist mein Controller, Treiberprogramm. So. Gut. Gehen wir mal hier rein. Ach so, ich dachte gerade, was macht er denn jetzt? Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Toll, hier kann ich jetzt in kein Wandgemälde, oder wie? Alter, was ist das für eine Verarsche? Ah ne, wo hab ich das? Hab ich das hier? Hier. Was ist das jetzt hier für eine Verarsche, ey? Nein, 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 nein. Ich muss doch mal irgendwo was anderes. Ach, da unten. So, geh da rein. Ja. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Ja, hier ist ein Gemälde. Da würde ich gerne mit einem dreifachen Sprung rein. Eins, zwei. Ach egal, dann gehe ich da so rein. So. Ba, 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 ba. Wumms Wuchtal. Die Lucky Two Film AG berichtet live und in Farbe. Hier die neuesten Meldungen. Gegner sind sehr oft unachtsam, wenn du dich leise, also langsam bewegst. Die Kameraposition kannst du durch C da und C da verändern. Um einen Überblick zu erhalten. Das Weitwinkelobjektiv wird mit C eingesetzt. Details der Umgebung werden so sichtbar. Ein Warnton erklingt, wenn die Bewegungsfreiheit der Kamera eingeschränkt ist. Das waren die Meldungen und damit zurück zum laufenden Programm. Das hat er uns letztens gesagt, als ich ihn versuchte zu hauen. Weitwinkel? Aha. Schlafende Gefahren sollte man nicht wecken. Die schleichende Weisheit verleiht längeres Leben. Nimm mal ein Nahwinkelobjektiv. Ach ne, da können wir nur rumzoomen. Was passiert jetzt, wenn ich die wecke? Wah! LOL! Ich habe gerade gedacht, da passiert sonst was. Ja, ist recht. Ja, ist recht. Ist jetzt gut hier. Der Schattenstern vor dir wird real, wenn du die 8 roten Münzen dieser Welt findest. Aha. Da gibt's also doch mehr als nur einen. Ja, super. Das nenne ich toll. Da müssen wir wohl noch mal in die erste Welt rein, ne? Sammeln hier vorsichtshalber mal alle Münzen ein. Ich glaube, es gibt auch noch 100 Münzen oder so, habe ich letztens gelesen. Boah, was ist das denn? Die gucken ja, die Steinchen. Das sind aber süße Steine, du. Nein, 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 nein. Ah, meine Güte. Jo. Wow. Ja, ist recht. Ist jetzt gut hier mal. In den roten, blauen und grünen Blöcken befinden sich verschiedene Mützen. Du musst sie verstecken, die versteckten Schalter finden, um die Blöcke öffnen zu können. Aha. Kann ich auf den drauf? Nein. Scheint nicht so zu sein. Ja, aber ich muss da unterher.
Wow. Gott sei Dank. Hey! Das geht auch noch. Auf welcher Stufe ist der? Auf der hier, oder? Dann halte ich mich jetzt daran fest. Wow. Ich gehe ganz langsam. Der Weg zur Burg ist sehr schmal. Selbst Wagemutige sollten sich langsam bewegen. Außerdem wecken leise Schritte niemanden, der schläft, was dein Vorteil sein könnte. Alter, die kann man ja... Jo. Hier geblieben, Blau. Ah, ich habe wieder volle Power. Guck mal, sowas hätte ich jetzt mit Tastatur nicht hinbekommen. Nein, kein Nahwinkelobjektiv. Jetzt ganz leise, damit wir die Pflanze nicht aufwecken. Oh, wie süß. Sie schläft. Oh nein. Wie böse. Sie beißt uns. Ja, wehr hier nicht mehr ab, Fräulein. Pennt ihr auch jetzt irgendwann mal wieder? Oder müde sein vom ganzen Beißen. Wieder ganz leise. Jo, klar. Soll ich das denn schaffen? Oh, die hat mich totgebissen. Oh, ja, ist recht. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn da oben alle Leben weg sind. Ba. Ja, ist recht. Kennen wir ja. Jo, genau! So, nochmal trainieren. Boah, wie soll ich die denn schaffen, ey? Jau. Gut, ja, kann ich ja alles. Ich habe wieder 0 Münzen. Schön. Kann ich hier noch welche ansammeln? Gut. Ja, ich bin hier rauf. Das Level kenne ich schon ein bisschen. Nee, nicht, weil ich gezockt habe, sondern ich hatte irgendwie kurz Probleme mit dem Controller. Und so lange habe ich Mario im Titelbildschirm gelassen. Ja, und als ich es im Titelbildschirm gelassen habe, hat er irgendwann geträumt und dann kam das hier. Diesen Schalter kannst du durch eine Stampfattacke auslösen. Er läuft einige blaue Münzen. Ne, er lässt einige blaue Münzen erscheinen, die je 5 gelbe Münzen wert sind. Allerdings musst du dich beeilen, denn die blauen Münzen erscheinen nur für kurze Zeit. Stampfattacke! Nee. Stampfattacke! Genau, Stampfattacke! Haben wir geschafft. Super. Da komme ich nicht hoch. Hui, nein, ich bin wieder runtergefallen, Mama. Geht hier lang. Das schaffe ich noch nicht. Das schaffe ich leider nicht. So, schade.
Aber hier komme ich hoch, ne? Die Musik ist so geil. Hey, da oben ist noch eine rote. Psst, ganz leise wieder. Yo. Schafft. Was, die lässt noch was fallen? Nee. Dun, dun. Nee, das geht leider nicht. Ganz leise. Nein. Böses Pflänzchen. Aber ich darf nicht so früh losspringen. Erst wenn ich die fast berühre. Und jetzt. Ah. Ma. An der scheitert es jetzt wieder. Pass auf. Genau. Klar. Richtig klar. Nächstes Mal speichere ich davor. Glaube ich jetzt nicht. Wir haben nur noch zwei Dinger. Zwei Leben. Das ist doch scheiße, ist das doch. Wenn die Pflanze da immer aufwacht, wie soll man da vorbeikommen? Jetzt wieder der Arsch hier. Ja, ist recht, Jung. Kann ich hier, ja. Nein, ich möchte jetzt... Ach ja, Start. Was ist jetzt los? Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Naja, warte mal kurz.